Zum Jahrestag des Volksaufstands der Tibeter am 10. März 1959 gibt es eine unmissverständliche Botschaft an das Regime in Peking. Die universalen Rechte der Tibeter dürfen nicht länger brutal verletzt werden. Wir als Kolleginnen und Kollegen im Menschenrechtsausschuss sind uns da ganz einig in der Art und Weise, wie die Verbrechen in Tibet, wie aber auch die Umerziehungslager und die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang immer wieder angesprochen werden müssen. Ich kann Ihnen versichern, dass diese Überzeugung, die meine Kollegen, meine Kollegin gerade gesagt haben, auch im Ausschuss, im Bundestagsausschuss so verkörpert wird. Auch in unseren Fraktionen. Wir haben hier das große Glück, sage ich mal, in Freiheit leben zu dürfen. Aber das ist auch eine Verantwortung. Zum einen eine Verantwortung für diejenigen, die unterdrückt werden, die nicht in Freiheit leben dürfen, die ihre Religion nicht leben dürfen, die ihre Kultur nicht praktizieren dürfen. Selbst in der akuten Gefährdung der chinesischen Bevölkerung durch den neuartigen Coronavirus wurden Ärzte und andere vom Regime daran gehindert, frühzeitig notwendige Maßnahmen einleiten zu können. Die Konsequenzen spüren wir auch hier heute in Deutschland. Und aus meiner Sicht kann es nicht länger so weitergehen, dass wir auch nicht über Sanktionen sprechen. Es muss eingefordert werden, dass wenn die chinesische Zentralregierung, wenn Präsident Xi nicht einlenkt, dass das aus Europa bestimmte Konsequenzen mit sich bringen wird. Und wenn die wirtschaftlich sind, diese Sanktionen, würde ich mich dafür sehr freuen. Denn das ist wirklich das, wo wir als Parlamentarier auch für Minderheiten als Ganzes Parlament für stehen. Nicht nur FDP und Grüne und SPD und CDU, sondern wir sagen ihnen unsere Unterstützung zu. Und wir fordern von der chinesischen Regierung, dass das, was sie auf Papier unterzeichnet hat, nämlich Minderheitenschutz, alle diese völkerrechtlichen Verträge, dass sie das doch bitte einhalten. Und deswegen nochmal, Menschenrechte sind unteilbar und zurückkommend auf den Satz des Dalai Lama, die Menschenrechte, unsere Werte sind unsere wichtigste Waffe, unsere stärkste Waffe. Geben wir sie niemals aus der Hand.